Docks zur Karte hinzugefügt. Kartenmarkierungen zeigen interessante Punkte auf der Karte und können nach Kategorie gefiltert werden. Jo. Jo. Danke. Okay, wir sind. Wo sind wir? Da sind wir. So, hinter uns ist ein Dock. Wachturm. Hier ist ein Dock in der Eisenbucht. Todesinsel, ja, klingt ja einladend. Was war hier? Ach, hier war der Laden. Und irgendwo. Hier unten. Rein theoretisch müssten wir jetzt nochmal zurück. Schwurbeln, ne? Sind die Docks denn auch hier drauf? Irgendwie nicht. Und eigentlich würde ich gerne erstmal überall anders anlegen. Bevor ich jetzt weitermache. Das ist mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Ich kann hier nichts machen. Mhm. Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen um. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurück. Noch ein Dock. Genau da, wo wir jetzt gerade sind. Ach hier, geil. Dann wollen wir uns mal ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Ein bisschen Hacksilber. Okay, und jetzt? Habe ich hier angelegt. Aber. Hä? Hier gibt's nicht, hier gibt's sonst nichts, oder was? Ach komm, willst du mich verkackeiern? Und muss ich erst der Schlange noch weiter auf den Sack gehen? Na gut. Jetzt habe ich hier angelegt für nix. Außer ein bisschen Hacksilber. Ich sehe Beute da oben. Wo siehst du Beute? Ich sehe da eine Höhle. Ja, aber wie kommen wir da hin, ne? Das ist ja die Frage. Bringt ja nichts da anzulegen, wenn das nichts bringt. Schiffbruch. Ja, ich meine, warum ist das passiert? Hm. Ach, diese scheiß Krähe. Kann ich irgendwo andocken? Ich kann im Boot selber nichts machen. So, hier ist ein Hebel. Okay. Nach oben. Das. Hm. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Okay. Das hier sieht so explosiv aus irgendwie. Hey, könnte kosten. Neues Artefakt, Galionsfiguren. Oh Mann. Überall gibt's was. So, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Axt hier reinschwubbel? Nix offensichtlich. Ich
Okay. Eine Chiffre. Huch. Ja. Schlecht zielen kann ich gut. Bin ich Experte drin. Mhm. Ich gehe gleich an das Ding ran. Warte mal, hier war noch irgendwo diese Kackrehe. Guck mal, ich die erwische von hier. Fast. Jawohl. Sehr schön. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Okay. Was ist das hier? Autsch. Cyber. Aua. Vater! Vater! Bitte. Wenden. Okay. Was? Hä? Was ist passiert? Was ist das denn? Okay. Was war das gerade? Ich meine, ich mache das gerne nochmal, nur um sicher zu gehen. Okay. Einmal angestupst und schon tot? Alter, was geht hier ab? Ist ja ein bisschen hart, ne? Also ein bisschen hart übertrieben. Okay. Okay, dann kommen wir mit einer Chiffre wieder. Irgendwann mal. Denke ich. Weil hier gibt es so viel noch zu sehen, das ist ja abartig. Das macht nichts. Dann kommen wir mit einer Chiffre wieder. So, wir sind jetzt da. Was ist das denn hier? Kampf, Weltenrissbegegnung. Okay, Odins Raben gibt es hier nur ein. Artefakte gibt es hier ein paar. Hier waren wir. Und dann wäre hier noch ein Dock. Hinter uns. Und hier hinten sehe ich auch noch was. Da so bei dem Schiff. Ein Weltenriss. Sag nichts. Sieht sehr einladend aus hier. Was ist das für eine Schwabbelbrühe? Und, wie kann ich denn hier rum? Wie komme ich denn hier an Land? Und hier ist jetzt nicht unbedingt was zum Anlegen, ne? Wie komme ich denn da hin? Ich kann ja nicht schwimmen oder so. Hallo? Wir gucken mal. Hey, wir können hier anlegen. Sofort. Ist so ein blöder Rabe unterwegs. Hier gibt es nur einen. Ja, jetzt. Uiuiui, okay. Geheimbereich entdeckt. Todesinsel, Karte aktualisiert. Todesinsel klingt auch immer sehr einladend. Sieht sehr giftig aus hier.
Okay, das Wasser geht anscheinend noch weiter runter, wenn ich das richtig sehe. Hey, sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Ich bitte darum. Quakia. Bereit machen! Ach, du ahnst es nicht. Okay, die haben keine Lebensanzeige, die kann ich einfach so wegklatschen. Haut sie mal jetzt, Mann! Ich glaube, ich sollte mehr helfen. Gut gekämpft, ihr zwei! Was ist das denn? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auf. Ja, ja. Heel Schattenspeer. Benimmt sich wie ein Schatten, nutzt aber Eismagie statt Sedre Magie. Definitiv ein Heel-Läufer. Nicht so schüchtern. Naja, ich komme sofort. Entspann dich mal. Okay. Lebensenergie war voll. Das kann ich gegen dich tun. Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedr und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest. Bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl. Tschüss. Vielseitiger Kriegergriff. Gewöhnlich Axtknauf. Erhöht Stärke, Abwehr und Glück. Geil. Das ist er. Macht plus 1. Macht überall ein Plus drauf. Stärke, Glück und Abwehr. Der hat nur Stärke. Ja, da bin ich doch dabei. Hau rein den Scheiß. Wow, er ist verschwunden. Okay. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wie soll ich denn den Raben da erwischen, Alter? Komm nicht mal annähernd so weit. Ne. Der auch nicht. Okay. Und jetzt? Ich meine, das Wasser wird sicherlich noch ein Stück weiter sinken, so wie mir scheint. Hier geht's nicht weit. Und wie krieg ich die Truhe da auf? Wahrscheinlich indem ich alle Geister befreie. Ob ich mir vorstellen kann, dass die hier alle rumfliegen. Auf der Insel hier, auf der Todesinsel.
Aber ich vermute mal, dafür muss noch mehr Wasser aus dem hier raus. Würde ich mal behaupten. Ansonsten wüsste ich nämlich nicht wie. Geht ja anscheinend noch ein bisschen weiter runter, aber wahrscheinlich erst später dann, ne? Jetzt noch nicht, weil hier hinten ist ja auch noch, hier hinten geht es ja auch noch runter. Aber aktuell nicht. Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Also da oben ist auch noch irgendwas, aber ich frage mich nicht. Ach guck mal, hier sind die auch markiert. Na, ist ja großartig. Sieht das richtig, ja? Offene Angelegenheiten, ja. Okay, dann die. Dafür müssen wir dahin. Nee, dahin. Irgendwo hier. Da, wo die Fahne leuchtet wahrscheinlich. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Mhm. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Okay. Die Schlange schläft. Ja, dann hau rein. Mal gucken, wer jetzt kommt. Er hat sich gar geheilt, der Penner. Okay. Nur noch einer. Du bist natürlich auch. Wie war das? Du bist noch nicht. Zerschmetterer. Der Witz. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Mhm. Noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Mal gucken, was wir jetzt Schönes kriegen. Lohnt sich ja doch so durchaus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun.
zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Kein Problem. Verdorbener Überrest. Mystischer Überrest einer im Meer verlorenen Seele. Damit kann der vielseitige Kriegergriff verbessert werden. Okay. Der Vieh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, diese Viecher. Schwere Traube, Protogonoi, Seidre, nein. Hä, ja, diese Zerschmetterer sind hier gar nicht drauf. Schiebung. Ja. So, der vielseitige Kriegergriff. Versierter Krieg. Was? Vielseitiger Kriegergriff. So. Hä? Nee, sagt der nicht irgendwas mit verbessern? Oder bin ich doof? Verdorbener Überrest. Einer im Meer verlorenen Seele, damit kann der. Ach so, wahrscheinlich hier Dingens, ne? Und das denn hier? Ein Schuppenfragment von der Haut der Weltenschlange. Abgenutzt, aber noch stark. Sie wurde inmitten der Inseln, Ufer und Höhlen des Sees der Neuen gefunden. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit verschiedenen Eigenschaften. Ach, okay. Herstellung. Ach, okay. Ah, dann muss ich erst zum Captain Hayopai hin. Guck mal, da ist auch noch irgendwas, aber hier komme ich noch nicht rein. So wie mir scheint. Das aber. Schade. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Boot hin, Alter? Das wäre es jetzt gewesen. So, da war ich, da war ich. Wachturmdock war ich noch nicht. Okay, gibt echt noch. Was? Todesinseln. Gibt es unentdeckte Sachen? See der Neun. Eisenbucht. Gibt auch noch unentdeckte Sachen. Also sind hier auch noch verschiedene Gebiete. Wie du siehst. Guck, hier ist auch noch was. Hier hinten geht es auch noch weiter. Alter Vater, ey. Ja, muss ich echt gucken, dass ich hier nicht den Überblick verlierst. Also, dass du auch vernünftig alles findest, ne? So, warte mal, jetzt muss ich erstmal Richtung Norden müsste es sein. Junge, was habe ich dir über das Hilfeleisten gesagt? Lass es. Korrekt. Aber könnten wir das nicht... ist keine Diskussion. Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Wo er recht hat. Kann ich hier vor Anker gehen? Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Dezent, ja. Okay, also die muss noch weiter aus dem Wasser raus, ganz offensichtlich. Da oben ist auch wieder so ein Weltenriss. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Oh oh.